Murphy und ich holen jetzt Brötchen. Na, mein Schatz, bist du immer mit dabei? Ja, ne? Hallo, Freunde der Sonne. Eigentlich hatte ich gar nicht vor zu filmen, aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt doch ein bisschen mit. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video wird, aber es ist einfach so wunderschön hier. Ich habe mich dazu entschlossen, mit Murphy eine kleine Auszeit zu machen, also hier direkt im Wald. Das ist eine wunderschöne Holzhütte, könnte man so sagen, mit tollem Ausblick. Es ist mega gemütlich, aber trotzdem sehr modern eingerichtet. Also alles ist irgendwie elektrisch, von Fenster öffnen, das geht auch alles auf Knopfdruck, über Rollo hoch und so weiter und so fort. Und auch das Türschloss. Ich musste mich damit auch erstmal so ein bisschen auseinandersetzen. Und ich liebe einfach die Einrichtung, obwohl es wie gesagt nicht groß ist. Das reicht von den Möbelstücken bis hin zu den Accessoires. Ich habe eine Decke hier gefunden, die so toll ist. Die ist extrem weich. Es ist eine wunderschöne Kuckucksuhr hier drin. Da muss ich auch noch rausfinden, woher die ist. Ich glaube, das stand in der Beschreibung der Unterkunft sogar. Weil ich mir jetzt einbilde, auch eine Kuckucksuhr haben zu müssen. Es war davor nie in meinem Kopf, weil ich die meistens auch ein bisschen altmodisch finde. Also das ist jetzt nicht schlimm, aber das passt halt nicht zu meinem Einrichtungsstil. Aber die ist einfach richtig toll. Außerdem ist ja auch noch Yoga-Zubehör, Yoga-Matten, Yoga-Blöcke, ein Yoga-Kissen und sogar ein Buch. Da werde ich später wahrscheinlich auch noch eine Session machen, beziehungsweise heute Abend. Es sind Näpfe da für den Hund. Es gibt eine Regendusche, richtig toll. Und ich glaube, mein Favorite-Spot ist wirklich die Sitzecke. Da kann man dann direkt in den Wald gucken. Und ja, ich bin jetzt hier schon 2 Tage. Deswegen ist es nicht mehr so aufgeräumt wie am Anfang. Da hätte ich wahrscheinlich zu Beginn filmen müssen. Aber macht ja nichts. Ich werde euch so eine kleine Tour geben. Wie gesagt, das ist auch nicht groß. Reicht aber vollkommen. Ich war heute Morgen schon beim Bäcker, habe frische Brötchen geholt. Die sind auch echt 1A, muss ich sagen. Und jetzt werden wir dann eine große Runde wandern gehen. Gestern waren wir auch schon wandern. Und dann hat es angefangen zu schütten und wir sind komplett nass geworden. Also das war echt, Murphy war nicht begeistert. Heute ist es aber nicht so, also es soll nicht regnen, aber trotzdem ja auch nicht zu heiß werden. Also die Temperaturen bleiben angenehm, so um die 25 Grad oder 24 Grad. Das geht dann auch ganz gut. Ich werde mir Brötchen mitnehmen und für Murphy dann auf jeden Fall auch was zu trinken. Sein Trinknapf, für mich auch was zu trinken. Und dann sollten wir gut ausgestattet sein. Und heute werden es dann so ungefähr 13 Kilometer, denke ich. Geht aber auch relativ weit nach oben. Also mal schauen, wie das so wird. Gestern habe ich es mir dann eben hier in der Hütte bequem gemacht, habe viel gelesen in der Sitzecke und auch Journaling betrieben. Ich habe mein Traveler's Notebook in der Passportgröße jetzt wirklich voll. Also was Reisen angeht, beziehungsweise die Reiseberichte, die Reiseplanung, die ja immer in dem ersten Büchlein kommt. Ich habe dazu ja auch ein Video abgedreht. Da ist es so, dass da schon noch genügend Platz ist, aber eben bei meinen Reiseberichten so gesehen nicht. Da ist alles voll. Ich hätte gedacht, da bekomme ich alles für 2023 rein, aber hat nur bis zur Hälfte des Jahres gereicht. Aber ich werde das dann auf jeden Fall archivieren und dann habe ich ja auch so eine Art Erinnerung. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als ein Fotoalbum und ich freue mich sehr drüber. Genau, also das ist voll. Ich habe aber auch mein Hobonichi A6 und Weeks dabei, das habe ich gestern auch beschrieben. Und heute Abend werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen schreiben. Jetzt geht's los mit der Roomtour so gesehen, weil es ist nur ein Raum. Es ist ein Tiny House. Und dann geht's los. Murphy hat schon was zu fressen bekommen und er will so langsam auch loslegen. Wenn man reinkommt, ist man hier direkt auf der linken Seite im Badezimmer. Und ich liebe ja die Einrichtung. Also das ist einfach 1:1 mein Ding. Und hier ist dann eben die Regendusche, die ich extrem toll finde. Also, ich liebe Regenduschen, aber wer tut das nicht? Genau, hier ist dann so ein Hundeplatz. Ich habe jetzt meine eigenen Näpfe genommen, weil die sind relativ klein, obwohl Murphy ja gar nicht so ein großer Hund ist. Da ist das Yoga-Zubehör. Und hier hat man jetzt diesen wunderschönen Ausblick. Murphy sonnt sich schon. Ist es da schön, Bubi? Ich glaube, das heißt ja. Und da bin ich eben gestern auch die ganze Zeit gesessen, habe gelesen. Es war einfach so, so schön. Der Tisch ist jetzt relativ voll, weil da habe ich dann mein Journaling gemacht. Und hier seht ihr auch schon die Kuckucksuhr. Wie schön ist die bitte? Die ist einfach so, so schön. Ich will die haben. Ich liebe ja Uhrenticken. Ich weiß, manche bringt das total auf die Palme. Aber für mich ist das so beruhigend und das ist halt auch relativ leise. Und auch das Kuckucksgeräusch, also wenn er zur vollen Stunde rauskommt,
ist verhältnismäßig leise. Vielleicht kann man das aber auch einstellen, wie laut das ist. Genau. Und dann ist hier die Küche. Die steht jetzt auch ein bisschen voll. Ich habe nämlich gerade gefrühstückt und werde jetzt dann auch die Brötchen vorbereiten für die Wanderung. Für Murphy auch noch was einpacken. Ne, du kleiner Bubi, du bist schon startklar. Er legt sich immer genau in den Spalt, wo die Sonne drauf scheint. Und hier oben, das kann ich euch zeigen, geht es dann in Form so einer kleinen Treppe nach oben und da ist dann das Bett. Und das ist halt auch super gemütlich. Das heißt, wenn man morgens aufwacht, dann schaut man direkt hier raus. Also hat wirklich eine tolle Sicht und das ist einfach so, so schön. Wirklich toll. Und das seht ihr jetzt nicht, weil der Rollladen komplett unten ist. Aber da draußen befindet sich auch noch eine Sauna und eine Sitzgarnitur. Also da habe ich am ersten Abend auch draußen gegessen. Gestern war es halt eben relativ nass, da ging es dann nicht. Aber das ist halt auch extrem gemütlich. Genau. Und ich liebe diese Unterkunft sehr. So geschmackvoll eingerichtet. Das ist halt einfach eins zu eins mein Stil. Was soll ich sagen? Es ist wunderschön. Und der Boden ist auch toll. Also es ist so ein Holzboden. Ja, hier ist alles aus Holz. Meine größte Angst waren Spinnen im Übrigen und in der ersten Nacht hatte ich auch eine drin und habe ich die mit dem Handstaubsauger wegmachen müssen und ihr glaubt gar nicht, was mich das für eine Überwindung gekostet hat, weil ich schaffe das meistens schon nicht mit dem Staubsaugerrohr und so ein großer Staubsauger ist hier nicht, das heißt, ich musste wirklich sehr nah ran und das war nicht lustig, Leute. Nein. Genau. Gut, ich bereite jetzt alles vor und dann geht's los. Wetter ist traumhaft. Murphy hat hier richtig Freude. Es gibt sehr viel zu erkunden und es ist hier halt wunderschön. Also natürlich ist es mitten im Wald. Ich wurde auch schon gefragt bei Instagram, ob ich... Na komm mal da runter. Schau mal, geh mal da rein. Bisschen abkühlen. Ich wurde bei Instagram gefragt, ob ich das nicht unheimlich finde, also vor allem, weil die Unterkunft halt auch recht ruhig gelegen ist. Aber es ist nicht ganz so abseits, wie man sich das vorstellt. Also es ist eher in so einem kleinen Ort. Das heißt, man ist da nicht allein. Das hat auf den Fotos auch ein bisschen anders gewirkt, muss ich sagen. Aber im Endeffekt war ich jetzt recht froh drum, dass es so ist. Und klar, die Wanderwege hier, die sind jetzt schon wirklich mitten im Wald und wenn dann irgendwie was knackt oder so, finde ich es auch etwas komisch. Aber ich weiß nicht, ich vertraue einfach drauf und eigentlich ist der Wald eher ein Ort, der mir sehr viel Zuversicht und Ruhe gibt. Da habe ich jetzt eher weniger Angst. Ich würde jetzt auch nicht nachts allein hier rumlaufen, das ist klar. Ich glaube, da wird man dann auch ein bisschen paranoid, wenn man irgendwas knacken hört. Aber ich fühle mich auch immer mit Murphy sehr sicher, das muss ich auch sagen, weil er halt auch Leute angreift, wenn die mir zu nahe kommen und darauf verlasse ich mich einfach. So, jetzt muss ich mal eben nachgucken, wie die Route weitergeht und dann mal schauen, ob ich noch schöne Plätze finde, die ich abfilmen kann. Du weißt auch nicht wohin, ne? I push back the serious feeling, the ends unknown, to get back the life I used to. Keinen Durst mehr, Bubi. Keinen Durst. Bist du schon kaputt? Wir haben aber noch einen weiten Weg vor uns, ne? Noch ganz schön warm. Aber wir sind auch viel im Wald. Da ist es schön schattig und um einiges kühler. Jo. Du bist ein Feini. Ne?
Ganz brav machst du das. Ja, dir geht's nicht schnell genug, ne? Du bist ungeduldig, du möchtest weiter. Ich weiß, dass ich hier auf jeden Fall nochmal hinkomme. Da bin ich mir sicher, weil die Gegend echt toll ist. Das Wandern macht Spaß hier. Und ja, die Hütte ist halt auch einfach ein Traum. Also ich kann auf jeden Fall eine Sache sagen, Murphy und ich werden heute gut schlafen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hoch nach oben geht. Es ist ganz schön anstrengend, vor allem jetzt irgendwie die letzte Etappe. Es sind nur noch so 45 Minuten, aber beziehungsweise ich glaube eher 30, mal gucken. Und Murphy wird irgendwie nicht müde, aber ich bin mir sicher, wenn er zu Hause ist, wird er einfach nur in sein Körbchen fallen und schlafen. Das soll ja auch ein bisschen ausgelastet werden hier. Wir machen auch genügend Trinkpausen und im Wald ist es auch wirklich noch einigermaßen kühl. Zum Glück hat es heute generell auch nicht über 30 Grad, sondern so, weiß nicht, 26, 25. Und das ist dann auch noch in Ordnung, wobei ich sagen muss, ich finde es auch schon, also es fühlt sich wärmer an, als es ist. Ja, aber wir begegnen auch kaum Menschen und das ist auch total mein Ding. Das ist doch eine wunderschöne Aussicht, oder? Honest, honestly don't. I should be the last to know. So, wir sind jetzt angekommen nach 3,5 Stunden und 13 Kilometern. Wir haben dazwischen halt auch Pause gemacht, Brotzeit und so weiter und so fort. Und ich habe auch öfter so mal ein bisschen angehalten, um die Aussicht zu genießen. Aber es war schon anstrengend. Also es ging ziemlich steil nach oben an vielen Stellen. Und mir tut jetzt auch ein bisschen, ja eigentlich im Endeffekt alles weh. Und ich werde mich jetzt hier, also ich habe hier das Fenster aufgemacht, aber trotzdem die Rollos unten gelassen, weil es doch ziemlich, ja, reinknallt. Die Sonne scheint ziemlich stark, obwohl es gar nicht so warm ist. Und jetzt lege ich mich dann hier auf diese Sitzbank. Da kommt dann auch immer so ein Luftzug rein. Ich mache mir gerade einen Kaffee. Ich habe extra meinen Espresso-Kocher mitgenommen. Genau. Und irgendwie sehe ich hier in der Kamera ein bisschen rot aus. Ich hoffe, ich habe keinen Sonnenbrand bekommen, aber ich glaube eigentlich nicht. Und der Herr ist komplett kaputt. Ja, also der ist reingekommen, hat kurz was gesoffen und direkt auf den Boden gelegt und seitdem hat er sich nicht mehr bewegt. Moment. Hier ist er. Und ich glaube, du bewegst dich heute gar nicht mehr, Murphy, ne? Ich habe hier außerdem noch etwas Bananenbrot. Das habe ich extra mitgenommen. Das ist immer ideal, wenn ich da wegfahre und dann zwischendurch was haben möchte. Ist das perfekt, vor allem jetzt auch so nach dem Sport. Also ich habe richtig Hunger jetzt nach dem Wandern. Das war schon anstrengend. Und dann werde ich jetzt lesen und wenn ich einschlafe, schlafe ich ein. Weil das könnte gut passieren. Da mache ich einen kleinen Mittagsschlaf. Es ist so richtig schön angenehm, weil da draußen nämlich auch ein Windspiel ist und der Brunnen eben und diese Geräusche, der Wind, die Vögel. Ja, da schlafe ich dann einfach ein, vor allem nach so einer Wanderung. Ich habe mir schon überlegt, ob ich von meinem Balkon auch so ein Windspiel hole, aber ich weiß nicht, ob sich da die Nachbarn beschweren, wenn es zu laut ist. Also ich mag das ja sehr gerne, aber ich glaube, das ist auch nicht jedermanns Sache. Thank you.
least I wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. Meine Lieben, Murphy und ich sind zu Hause angekommen. Komm mal her, mein Schatz. Und ich wollte eigentlich zum Boxen gehen und muss aber sagen, dass ich einen so krassen Muskelkater überall im Körper habe von dieser 14-Kilometer-Wanderung gestern. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil ich bin schon öfter 14 Kilometer gewandert. Aber ich glaube, das Problem war, dass es halt sehr, sehr steil nach oben ging und sehr, sehr steil nach unten zeitweise. Und ich habe so Schmerzen in den Waden, das ergibt gar keinen Sinn, heute boxen zu gehen. Also es ist momentan eh Ferienzeit, wir haben nur einmal die Woche boxen. Das heißt, ich würde freies Training machen dort, das ist dann schon in Ordnung. Und am Mittwoch ist auch wieder Training, da werde ich dann hingehen. Aber heute passiert einfach nichts mehr, ich bin so erledigt. Ich werde auch früh ins Bett gehen und die Zeit war wunderschön. Ich werde dann noch ein bisschen lesen. Ich muss sagen, bei Go As A River bin ich extrem begeistert. Das war ja so ein Buch. Ich habe das bei Instagram schon gesagt, dass ich momentan so den Fluss als mein Symbol habe, also einfach mit dem Fluss zu gehen und so weiter. Und das fühlt sich so leicht und gut an. Und das hatte ich noch nie in meinem Leben, weil ich eigentlich ein totaler Kopfmensch immer war. Und da habe ich aber festgestellt, das bringt mir gar nicht so viel. Und hindert mich auch so ein bisschen daran, im Hier und Jetzt zu leben. Und dann habe ich dieses Buch in die Hand genommen und angefangen zu lesen und habe dann festgestellt, dass es total viel von dem abdeckt, was ich liebe, die Natur, die Tierwelt. Dann gibt es aber auch einen Bezug zu Native Americans, also zu den amerikanischen Ureinwohnern eben, was ich gar nicht gewusst habe. Also ich habe mir wirklich so intuitiv ein Buch ausgesucht, was perfekt zu mir passt. Und das war einfach, ja, es war einfach toll. Es war wirklich, wirklich toll, was ich bisher gelesen habe. Und es gab eine Szene mit einem Pferd, die hat mir wirklich in der Seele wehgetan. Ich glaube, ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte des Buches.
Das war schon schlimm für mich zu lesen, aber es war ein sehr bezeichnendes Bild. Ich mag die Protagonistin total gerne, die wirklich kein einfaches Leben hat. Mhm. Es geht viel um Vorurteile, um Liebe und ja, Grausamkeit aber auch. Also es ist einfach ein wirklich, wirklich tolles Buch. Und Berta Isla habe ich ja auch mitgenommen, da werde ich später wahrscheinlich noch ein bisschen drin lesen. Ja. So lange, bis ich einschlafe, weil ich bin echt müde. Ich möchte den Urlaub schön ausklingen lassen und werde mir jetzt noch einen Film angucken. Und dann verabschiede ich mich schon für diesen Vlog. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt geworden ist. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach spontan mit. Ich habe das ja gar nicht angekündigt. Es kommen ja gar nicht mehr so viele Vlogs von mir online. Das ist einfach momentan nicht so mein Vibe, sage ich mal. Und es ist natürlich kein so ausführlicher Vlog wie die, die ich früher gemacht habe. Aber vielleicht ja trotzdem ganz schön für zwischendurch. Und ich weiß noch nicht, wann das Video online kommt, weil ich habe ein Problem, nämlich, dass ich nicht schneiden kann, weil mein MacBook immer noch kaputt ist, beziehungsweise der Akku. Und ich war schon zweimal bei Apple und die haben es nicht geschafft, das auf die Kette zu kriegen. Ich könnte da wirklich ausholen und ich bin nicht begeistert, weil wenn man diesen Betrag für ein Gerät ausgibt, was so funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert, und dann wird das nicht mal behoben. Das nächste Mal, wenn ich da hingehe, mache ich einen Aufstand und hoffe, dass das dann was bringt, weil ich kann es so halt jetzt auch nicht wirklich schneiden, wenn dann nur mit meinem alten MacBook, was mega langsam ist. Und da hoffe ich, dass ich dann ja irgendwie einen Weg finde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.